Liebe YouTube-Zuschauer auf den YouTube-Channel-Kanal live. Wurzeltommy gibt eine Erklärung auf YouTube. Es ist für mich nicht einfach und dennoch erkläre ich es Ihnen. Ich weiß es nicht, aber es ist die Tatsache. Die Tatsache ist, was ich jetzt euch sage, ergibt eine Erklärung. Ich sage es Ihnen. Es gibt einen Menschen da draußen, einen Menschen in Memmingen, die glaubt nicht, was mir im Leben passiert ist. Die glaubt mir nicht. Die meint, ich lebe in einer Fantasiewelt oder überhaupt. Und ich mache die Scherze. Aber es ist die Wahrheit, was mir passiert ist. Es ist die nackte, pure Wahrheit, was mir im Leben, in dieser Dreckswelt passiert ist. Und sie giftet mich an diese Person und glaubt mir das nicht. Es gibt Menschen, die bedrohen mich körperlich. Körperlich, in Memmingen hat mich letztens einer bedroht, körperlich wascht. Geschupft. Ja. Dann kam ein Polizeiauto und sagt, ist dir was passiert, Wurzeltobi, ist dir was passiert? Ich sage, alles gut. Die Menschen, die mich nicht kennen. Ja, dann gibt es eine Person, die glaubt von mir, ja, die glaubt von mir, sie schaut nicht mal ein Video, ein einziges YouTube-Video von mir an. Nichts. Es gibt eine Person, ohne Witz. Und ich schaue nicht mal ein Video an, das sie sich nötig hat, wer ich bin, als Wurzeltommy. Die Menschen, die mich mal gesehen haben im Fernsehen oder sonst was, oder in Zeitung, oder die, verstehen Sie, was ich meine? Die wissen, wer ich bin. Die wissen, wer ich bin, und dennoch werde ich in meine Ehre verletzt. Verletzt. Verletzt werde ich. Nur verletzt und körperlich angegriffen. Und jetzt sage ich Ihnen was. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es fällt mir nicht schwer. Es fällt mir nicht einfach, das zu sagen, aber oder die, wo mich mögen oder meine Videos mögen, jetzt sage ich es Ihnen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Wissen Sie, da gibt es echt eine Person da draußen, ich weiß nicht, die schaut kein einziges YouTube-Video als Wurzeltommy von mir an. Kein einziges. Ich meine, keine Ausnahme. Vielleicht hat sie was mal gesehen davon. Aber sie hat mich für ein Spinner oder eine Fantasie oder so. In Wirklichkeit ist es wirklich so. Ich lüge hier auf YouTube. Ich fantasiere, was ich immer den Leuten erzähle. Nein, es ist die Wahrheit. Verdammt nochmal, mein Manager liegt da draußen im Krankenhaus in Memmingen. Verdammt nochmal, und wenn diese Person zuschaut, dann ist das so. Ich fantasiere nicht, das ist mein Manager, es ist mein Mentor. Und Leute, die mich verbal angreifen, die körperlich fast mir angehen. War schon ein Polizeibeamter da und hat gesagt, ist dir was passiert, Wurzeltommy? Sollen wir eingreifen? Was sie nicht wissen, da wo sie mich angegriffen haben damals, da gibt es nämlich eine Kneipe, da sind lauter Polizisten eigentlich drin. Und man hat mich angefragt, ist dir was passiert, Wurzeltommy? Ich hatte damals einen Rausch gehabt. In die Frage habe ich die Leute, die gesagt haben, ich darf da rein oder so, keine Frage. Wissen Sie, ich habe jetzt für mich eine Entscheidung getroffen. Leute, die mir nicht glauben und angiften, weil ich ein Spinner bin oder so, die mich angegriffen haben, und überhaupt alles Mögliche. Ich bin
Leute, ich bin gerade erst vom Bett aufgestanden. Ich bin nüchtern. Ja, obwohl ich nicht ganz nüchtern bin, aber ich habe jetzt echt geschlafen. Aber ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht, wo ich eingeschlafen bin und wie ich es euch sagen soll. Wenn ich habe mir eine Entscheidung getroffen. Ich werde nie mehr wieder abends weggehen. Ich weiß nicht, ich gehe in Memmingen abends nicht mehr wohin. Ich bleibe zu Hause abends. Ich werde nirgendwo mehr einkehren. Das ist vorbei. Ich werde nie mehr wieder irgendwo hingehen. Liebe Fans da draußen. Memmingen, als die mich schätzen als Wurzeltommy und die alle meine Videos kennen, ich sage ihnen was, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr in die Stadt, ich gehe abends nicht mehr weg, nie mehr wieder. Ich werde nur noch tagsüber in Memmingen erscheinen. Ich hätte fast verletzt sein können, körperlich. Ich wurde seelisch fast beleidigt, weil man mein Leben nicht glaubt. Ich steht in einer Fantasiewelt leben und so weiter. Wurde fast körperlich verletzt, obwohl das alles die Wahrheit ist, was ich euch sage. Und sie sagt zu mir, sie glaubt mir nicht. Dieser Mann liegt wirklich im Krankenhaus und der hat mich zum Wurzeltommy gemacht. Alter, ich schwör's euch. Und diese Frau behauptet, ich sei in Fantasie, ich bin ein Spinner oder so, ich lebe in einer Fantasiewelt. Und ich hätte das alles, was ich auf YouTube gemacht hätte, nicht gemacht. Es gibt einen Mensch, der schaut sich nicht mal ein einziges Video an von mir und behauptet, ich sei ein Spinner. Ich wurde körperlich angegriffen oder sonst was. Verdammt nochmal. Hat nicht jeder Mensch auf dieser Planet Erde ein Leben? Und wenn diese Personen zuschauen irgendwann mal und diese Personen mich beleidigt haben oder verletzt haben körperlich, schaut euch das Video verdammt nochmal an. Ich bin kein Spinner. Und dieser Mann liegt wirklich im Krankenhaus und überhaupt. Und hat mich zu einem Dreckswurzeltommy gemacht. Muss ich immer alles auf YouTube preisgeben? Wer mein Manager ist, muss ich immer die Wahrheit auf YouTube sagen? Er wollte das vielleicht nicht. Und diese Menschen, die körperlich auf mich zugegangen sind, die kennen mich auch nicht. Und die Menschen, die behaupten, ich hatte kein niemals Wurzeltommy gemacht, gehe ich erst einmal in der Kneipe. Der glaubt mir das nicht. Gibt sich nicht mal die Mühe, ein Video von mir anzuschauen. Weiß ich, wo das mal war damals. Ist ja wurscht. Es gibt Menschen, die mögen mich, die kennen meine Videos, die sind frei. Ist vorbei. Ist echt vorbei. Ich gehe abends, ich werde nie mehr nachts in Memmingen hier in der Kneipe gehen. Nie mehr wieder. Mache ich nicht mehr. Aus, vorbei, Schluss. Aber ich werde Videos machen. Man wird mich, wenn ihr mich treffen wollt, noch in Memmingen als Wurzeltommy, dann tagsüber. Tags. Aber nie mehr. Nie mehr wieder abends. Das ist vorbei. Geh nachts oder abends nicht mehr weg. Das ist vorbei. So, jetzt wisst ihr es. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Ich lasse mich abends nicht mehr Kneipen blicken. Und keiner. Ich vorbei. Tut mir leid, liebe Fans, aber ich werde meine Ehre verletzt. Und ich bin der Meinung, dass jeder ein Leben hat. Und wenn Menschen es nicht glauben, und nicht mal die Mühe geben, mir zu verstehen, was ich meine. Obwohl, ich sag's manchmal in einem Rausch heraus. In einem Rausch. Ich sag's manchmal immer in einem Rausch heraus. Und sie glauben mir das nicht.
Sie glauben mir nicht und sagen, ich lebe in einer Fantasiewelt, ich bin eine Spinne und sie glauben mir das nicht. Sie rufen nicht mal an, obwohl ich ihre Handynummer jemandem gebe als Wurzeltommy, sie glauben mir das dann alles nicht. Das ist ein Spinner, ne? Der glaubt mir das auch nicht. Nur körperlich angegriffen, nein, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es sind Menschen, die greifen mich dann auch an, die mich als Wurzeltommy nicht kennen, auch körperlich manchmal, wo die Polizei auch schon mal da war. Ist kein Witz. Es war in Valentino so, wo mich jemand angegriffen hat. Da war ein Polizeibeamter, wo ich rausgegangen bin. Tommy, mach dir keine Sorgen, alles gut. Da habe ich gesagt, wissen Sie, Ich bin psychisch krank, ich will Spritzen, ich habe Betreuer, verdammt nochmal. Ja, aber klar, das hätte ich auch keinen. Und dennoch greifen mich Menschen verbal an, seelisch wie körperlich. Und das ist aber mein Leben, was ich erzähle. Und dieser Manager, dieser liegt wirklich im Krankenhaus und hat einen Fuß ab. Und wenn diese Personen das nicht glauben und nicht mal sich die Mühe geben, mir zu glauben, dass ich Wurzeltommy bin oder so, oder körperlich angreifen, dann sage ich euch eins. Diese Menschen, ich rede jetzt zu diesen Menschen, die es mal anschauen, das Video. Nicht zu euch Fans. Ich sage es nicht zu euch Fans. Ihr wisst, wer ich bin. Ihr wisst ja eh schon, wer ich bin. Aber ich sag's jetzt zu den Leuten, die es mal anschauen, die mich mal entdecken sollten. Euch werde ich's beweisen. Verdammt nochmal. Dieser Mann hat wirklich einen Fuß ab. Und wenn man nicht mal ein einziges Drecksvideo von mir anschaut. Ich sag's mal zu den Leuten, die sich nicht mal Mühe geben. Vielleicht schauen Sie mal ein Video von mir an, dann richte ich mich an diese Menschen, die es mal kapieren. Nein, ist vorbei. Vielleicht wohne ich nicht mehr in Memmingen und bin bald weg und ich komme jetzt eh nochmal an. Nachts gehe ich nicht mehr raus. Ich blicke mich nur noch tagsüber in Memmingen. Es ist tagsüber besser. Aus. Vorbei. Schluss. Also, gute Nacht. Euer Wurzeltommy. Nächste Junge. Servus.